Das Lametta hängt an den Wänden, die Ballons schweben unter der Decke und das Publikum trägt den feinsten Zwirn. Die MusikerInnen sind ready. Heute ist Prom Night bei MDR Sputniks Friends of. Es glitzert, es glämmert, alle haben sich in ihren feinsten Zwirn geworfen und der Mann, der uns alle zusammenbringt heute Abend, das ist ein Mann, dessen Musik uns schon ganz schön viele Jahre begleitet. Jemand, der Worte verbindet zu Textzeilen und der Töne verbindet zu Melodien, in denen wir uns schon ganz viele Male wiedergefunden haben. Er ist gekommen, um uns einen unvergesslichen Abend zu schenken. Er hat seine musikalischen Freunde dabei. Er hat seine neue Platte Album dabei. Und wir haben endlich wieder Live-Publikum im Saal. Werft die Disco-Kugel an, holt euch noch ein Kaltgetränk aus dem Kühlschrank und lasst uns feiern. Auf die Freundschaft, auf die Liebe und auf gute Live-Musik. Herzlich willkommen zu Sputniks Friends of Clouseau. Geht's euch gut?
Dankeschön. Der nächste Song heißt Flugmodus. Grüße gehen raus an Teddy Tecklebrand. Dankeschön für das wundervolle Video. Permanenter Jetlag, immer nicht in Glanz vor. Lebe auf der Straße wie ein Cadillac. Schick dir ein Foto, wenn ich ankomm, yeah. Ich weiß nicht, wie viel Tage Action war, wie lang wir munter waren. Ich freu mich auf den Flieger, einfach abheben, runterfahren. Ich war zu lange fort, wir reden grad nicht viel, jeder nur ein Sterbenswort. Und es ist alles okay, alles gut, Augen zu, Flugmodus an. Baby, ich bin gleich da, du bist bei mir, ich bin bei dir. Komm, lass dich fallen, wir fallen rückwärts in den Treibsand. Die Lobby Dobby, das Zimmer monoton. Draußen hält die Leuchtreklame, ne Monolog. Ich brauche Kraft, kleb den Rauchmelder ab. Die Gedanken laut, als wenn ein Stein ins Schaufenster kracht. Ich könnte durchdrehen, aber muss auf Kurs bleiben. Könnte mein Telefon durchbeißen. Ich wär gern in deiner Zeitzone, deiner Zeitzone, yeah. Schwarze Wolken, eisblau, Swimmingpool, ich höre deine Stimme zu. Und es ist alles okay, alles gut, Augen zu, Flugmodus an. Baby, ich bin gleich da, du bist bei mir, ich bin bei dir. Komm, lass dich fallen, wir fallen rückwärts in den Treibsand. Wolken los, weißes Bett, halt dich fest, California King Size. Du bist bei mir, ich bin bei dir, komm, lass dich fallen. Rückwärts in den Treibsand. Komm, lass uns einfach nur heimlich verschwinden. Irgendwo liegen, wo keiner uns findet. Ohne Druck wie gezeichnete Skizzen. Ich zähl die Tage rückwärts. Kerzen werfen, Schatten an die Wand. Oben Kronleuchter, groß wie Amiland. Schwarze Wolken, eisblau, Swimmingpool. Ich hör deine Stimme zu. Und es ist alles okay, alles gut, Augen zu, Flugmodus an. Baby, ich bin gleich da, du bist bei mir, ich bin bei dir. Komm, lass dich fallen, wir fallen rückwärts an die Zeit. Wolkenlos, weißes Bett, halt dich fest, California King Size. Du bist bei mir, ich bin bei dir, komm, lass dich fallen. Mit Flugmodus bei MDR Sputniks Friends of Clouseau und damit guten Abend in die Radios zu MDR Sputnik, zu MDR Jump, zu Enjoy, Unser Ding und Fritz. Tachchen auch in den Videostream und liebe Grüße an alle, die uns im Fernsehen zuschauen, wie man unschwer erkennen kann und wie man unschwer überhören kann. Wir haben Live-Publikum in Leipzig. Wie schön! Herzlich willkommen zur 8. Ausgabe von Sputniks Friends of. Das Konzept bleibt das gleiche. Wir schenken einen Abend lang einem Artist und seinen Freunden eine Bühne und sie schenken euch dafür eine unvergessliche Zeit und Live-Musik, die wir durch alle Kanäle zu euch nach Hause transportieren, ganz egal, wo ihr seid. Mein Name ist Sissy Metzschke, ich bin stellvertretend für das gesamte Team von MDR Sputnik heute hier, euer Host, und ich lade Clouseau und seine Freunde natürlich ein, um ihre gemeinsamen Stories hier mit uns zu teilen. Natürlich sind auch eure Fragen herzlich willkommen, jederzeit. Und jetzt begrüßen wir aber erstmal den Mann des Abends. Ladies and Gentlemen, hier ist Clouseau. Hallo. Hallo. Fangen wir klassisch an mit deiner körperlichen Verfassung. Was macht das Herz? Was macht der Puls? Er ist ganz weit oben, auf jeden Fall. Bin sehr aufgeregt. Ist er, ne? Ja. Hätte ich gar nicht gedacht. Du hättest das nicht von mir gedacht? Ich hätte gedacht, so nach all der Zeit, das machst du locker, aber ich habe dich vorhin schon mal sagen hören, dass du ganz schön aufgeregt bist. Das geht nicht weg. Also vielleicht auch zum Glück irgendwie ein bisschen, weil man ist ja wacher dadurch, aber es geht nicht weg. Ganz viele Menschen, die auch heute hier im Saal sind, hatten nie so einen richtigen Abschlussball. Gerade durch die letzten 2 Jahre, ne, war alles so ein bisschen mit angezogener Handbremse. Du hattest auch keinen. Nee, noch nie. Noch nie, noch gar nicht. Nee.
Deswegen haben wir gesagt, holen wir das jetzt nach. Wann hattest du dieses Outfit zuletzt an? Ich hatte es noch nie an. Hast du extra gekauft für uns heute? Nee, ich hatte tatsächlich mal diesen Anzug machen lassen. Da steht hier auch in der Mitte Clouseau, ne, eingestickt. Wow. Mhm. Total geil. Den habe ich alle Schaltjahre mal an. Aber dieses Hemd und so, das ist neu. Gefällt euch das? Kann man machen so, ne? Ist es schön? Sieht's geil aus? Für alle, die uns gerade im Radio hören, ihr solltet unbedingt, also mindestens noch in den Videostream kommen, denn wir haben hier so eine Lagerhalle umfunktioniert, in so ein Prom-Setting gepackt und machen heute auch so eine kleine Reise. Wir reisen durch deine Vergangenheit, durch deinen Werdegang und fangen direkt an, würde ich sagen, in den 80s. Ist ja so ein bisschen 80er-Vibe auch. In den 80ern hat man dich gesehen, entweder mit einer Graffiti-Dose an der Wand oder auf dem Rücken liegend irgendwo Breakdancen. Ja, also hat noch ein bisschen gedauert. 80er waren es nicht, ganz 90er würde ich sagen. Auf der Welt, ja. Aber ich fand die 80er sehr geil, die habe ich auch mitbekommen. Ich bin 80 geboren. Mhm. Und ich habe aber auch so, ich mag auch so BMX-Bande, Zurück in die Zukunft, Stranger Things und so. Das ist schon ziemlich geil. Der Vibe ist schon geil, die Basscaps sind geil. Ja. Beat Street Wildstyle, all die Beat Sachen, Streets, die man genau. So erinnert. Genau. Und damals war es ja für dich die Zeit deiner Combo EFP 96, hieß ihr, ne? Genau. Wie war damals dein eigenes Vertrauen in deinen musikalischen Werdegang zu dieser Zeit? Größenwahnsinnig, würde ich sagen. Also wirklich, ich habe ja den Namen bekommen, Inspector Clouseau. Also quasi, es gibt ja Pink Panther, Clouseau, weil die nicht wussten, was ich als nächstes mache. Und dann am Ende den Fall löse. Also der Inspector Clouseau wird immer für dämlich gehalten und dann löst er den Fall. So. Und so war das. Ich habe gesagt, wir spielen da auf den Stadtfesten, machen das und das. Also du hast keinen Plan, du weißt gar nicht, was du eigentlich willst. Du rennst auf irgendeine Bühne. Und es hat aber am Ende hingehauen. Das ist so, ich hatte keine Angst früher. Ich habe viel mehr Angst jetzt. Aber früher war ich schmerzbefreit, würde ich sagen. Weißt du noch, wie alt du warst, als du zum ersten Mal auf einer Bühne irgendwas gerappt hast? Damals war es ja viel Rap, ne? Ja, aber vorher war es, glaube ich, mit 12 auf dem Country-Fest mit meinen Eltern. Und meine Eltern haben mich irgendwie gesucht. Und dann war ich auf der Bühne so und habe gesagt, ey, ich bin Thomas, ich würde gerne einen Song singen. Die so, was macht der da? Und habe einen Song performt. So, ich wusste, dass ich das machen will. Ich habe vor 4 Jahren, eine E-Mail bekommen, da hat mir jemand geschickt, kennst du diese Krümelbücher oder Tagebücher, wo man so einträgt, Lieblingsessen, Lieblingsbuch, was willst du mal werden? So ein Freundebuch? Ja, Freundebuch, ja, genau. Und da habe ich eingetragen, Sänger, ich will Sänger werden, Kranführer, Astronaut oder Rockstar. So. Du, oder? Ja, also ganz weit oben auf jeden Fall. Wenn du jetzt dein, sagen wir mal, nicht das 12-jährige Clouseau, ich aber den 16-jährigen Thomas nochmal treffen würdest, was würdest du dem jetzt sagen? Bleib cool. Wird schon. Regelt sich. Entspann dich, genau. Ja. Wird alles. Dir wird auch irgendwann ein Bart wachsen, alles ist cool. Wir haben schon gesagt, heute Abend ist ganz, ganz viel besonders. Ne? Nicht nur die Idee und das Setting, sondern auch, dass dein Album, was ja gerade erschienen ist, heute hier präsentiert wird, ja. Zum allerersten Mal. Ich weiß noch genau, im August hast du mich angeguckt und hast gesagt, ich hab's abgegeben. Und heute wirst du es zum ersten Mal präsentieren vor echten Menschen. Was ist aufregender? Das kann man so nicht sagen, weil quasi dieser Machprozess ist eher so wie so Kinder im Hort, die spielen. So, wir sind halt befreit, wir machen Songs. Da ist auch viel Größenwahn dabei. Mhm. Wir sagen so, ja, ja. Aber dann so diese Abgabe, diese Abnabelung ist ein schwerer Prozess so für mich als Künstler. So, ich mache das ja wirklich selber, Texte, alles selber. Und jetzt das zu präsentieren, das ist, glaube ich, wirklich Tanzen auf Eis. So, das ist wirklich, barfuß über Glas. Die Platte heißt Album. Ja. Album in Großbuchstaben. Ich habe mich gefragt, weil es für dich so vollkommen ist oder weil du uns irgendwie ein bisschen Arbeit erleichtern wolltest, indem wir immer sagen können, vom neuen Album. Album. Album? Nee, das hat sich ergeben. Ich habe ja, ich hatte vorher die Idee, viele Singles rauszuhauen, so wie die Amis. Mhm. So, wurde im Pop nicht so oft gemacht, im Hip-Hop schon. Ich habe 7 Singles rausgebracht so, und viele meinten, gibt es da noch ein Album? Gibt es das Album überhaupt noch so als Tonträger, wenn man das so sagen darf. Und ich meinte, ja, ich glaube, viele Künstler, Billie Eilish hat das gezeigt, Artists, die sich selber als Künstler halten, die bringen Alben raus. Und ich fand den Namen einfach passend. So. Und es reiht sich gut ein. Mein erstes Album war Text und Ton. Dann kam gute Musik und ich finde, Album passt da gut rein. Wir reisen jetzt nochmal ein ganzes Stück zurück. Also wir müssen ja erstmal irgendwo anfangen. Ne? Wir haben gesagt, wir fangen jetzt mal bei Gewinner an. Die Platte So sehr dabei, 2008, ist auch schon 2 Donnerstage her. Weißt du noch so circa, in welcher Stimmung, in welcher Situation deines Lebens du den geschrieben hast? Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich damals mit einem sehr guten Freund unterhalten, Barış Aladag,
über Fernbeziehung. Mhm. Und wir haben, ich glaube, eigentlich wollten wir ein Treatment schreiben für Out of Space, quasi für ein Video. Und ich habe so die Gitarre in die Hand genommen und so ein paar Akkorde gespielt. Und er meinte so, oh geil, das ist ja wie so ein Möbius-Band, so wie, keine Ahnung. So, man läuft außen lang, kommt innen an und ich habe angefangen zu schreiben. So. Wir wollten eigentlich ein Video-Treatment schreiben und ich weiß noch genau, wie wir uns vorher über Fernbeziehungen unterhalten haben und dann habe ich den Song geschrieben. Und ich habe, als der dann im Radio lief, weil alle meinten, der ist zu kompliziert, checkt keiner, ich bin dabei, du bist dabei, bis heute singe ich das falsch. Ich weiß nicht, wann ich, du, wir kommt, ich weiß nicht, ob ihr das checkt, aber so. Ist uns völlig egal, wir lieben die Nummer, oder? Seid ihr bereit? Ja, ich mag den auch so. Anyway, und dann irgendwann habe ich auf dem Parkplatz wirklich getanzt, als der zum ersten Mal im Radio lief. Zum ersten Mal ein Song. Quasi. Hast du getanzt? Ja, ich habe auf dem Parkplatz getanzt. Ja. Ich mag den Song Gewinner, hat bis heute nicht an Kraft verloren. Seid ihr bereit? Ladies and Gentlemen, bei MDR Sputniks Friends of Clouseau, hier ist Gewinner. Ich möchte einen Song spielen, der mir sehr am Herzen liegt. Wir spielen ihn schon viele Jahre und er wird nie langweilig. Einer meiner Lieblingssongs. Gewinner heißt es dann. Ist auch was dran. Egal wer kommt, egal wer geht, egal es kommt nicht darauf an. Ich glaube nichts, ich glaube an dich. Glaubst du an mich? Ich glaube ich auch. Ich frage mich, ich frage dich, doch frage ich nicht, fragst du dich auch? Dabei, du bist dabei, sind wir dabei, uns zu verlieren. Ich bin dabei, bist du dabei, sind wir dabei, uns zu verlieren. Ich bin dabei, bist du dabei, sind wir dabei, uns zu verlieren. Ich bin dabei, bist du dabei, sind wir dabei, uns zu verlieren. Leichter als leicht geht es vielleicht, leichter als das, was vielleicht war. Leichter als leicht, es ist nicht weit von hier zu dem, was noch nicht war. Suchst du mich, dann such ich dich, ist die Versuchung groß genug. Ich lass es zu, komm, lass es zu, komm, lass es uns noch einmal. Komm, leg dich auf, komm, reg dich auf und komm zurück. Ich bin dabei, du bist dabei, sind wir dabei, uns zu verlieren. Ich bin dabei, bist du dabei, sind wir dabei, uns zu verlieren. Ich bin dabei, bist du dabei, sind wir dabei, uns zu verlieren. Ich bin dabei, bist du dabei, sind wir dabei, uns zu verlieren.
Gewinner bei MDR Sputniks Friends of Clouseau. Ich habe euch versprochen, es gibt heute gute Live-Musik, auch so ein bisschen als Ersatz für die letzten 2 Jahre Durststrecke, die wir alle irgendwie durchhalten mussten, wo es halt viel zu wenig Live-Musik gab. Aber es gibt heute auch gute Gespräche. Und hier sind die Herren, die maßgeblich mit dafür verantwortlich sind, dass wir überhaupt alle zusammengekommen sind. Sozusagen die Entdecker. Zumindest ein bisschen, ein bisschen. Die Fantas sind da, hallo! Hallo. Dankeschön. Ihr habt Clouseau damals auf eurem Label vorgesigned, da reden wir aber gleich drüber. Erstmal würde ich euch bitten, einmal nochmal diesen Raum zu betrachten, das ein bisschen aufzunehmen. Diese Prom-Night, die wir uns alle schenken heute. Sind denn Abschlussball-Erfahrungen vorhanden bei euch? Ja, und ich weiß auch nicht, ob ich jetzt zwischen Traum oder Trauma mich entscheiden darf, weil ich hab den Abschlussball ein bisschen merkwürdig in Erinnerung. Ich möchte jetzt nicht näher darauf eingehen, aber es hat viel mit Wiener Walzer nicht können und so zu tun. Aber ich freue mich natürlich, es ist toll, hier zu spielen. Alle haben sich schon angezogen, das finde ich gut. Außer wir. Wir haben auch den schönen Zwirn rausgeholt. Die Rowdies quasi so. Wir sind die Rowdies. Wir haben es schon gesagt, die Platte Text und Ton 2001 kam damals auf eurem Label raus. Lass uns das jetzt ein für alle mal klären. Wer von euch hat ihn wann, wo zum ersten Mal gesehen? Thomas. Lass uns das mal klären. Wow. Okay. Ja, war Philipp eigentlich, ne? Ja, eigentlich Philipp, genau. Ja, mein Freund und Kupferstecher. Und der kam und hat gesagt, ich habe da einen gesehen, den Clouseau, das ist der Man, den müsst ihr sein. Und wir haben ja noch das interne, die Legende, dass Michi zu Clouseau gesagt hat. Das war später. Das mit dem Rappen irgendwie ist ja schön und gut, aber sing doch mehr. Naja, das war später. Da war ich schon gesigned und dann sollte ich ein Album machen. Das sollte mal Text und Ton werden. Mhm. Und habe mich tierisch angestrengt, nur zu rappen. Und dann war quasi Michi und Fitz Braun zu Gast. Und Michi hat gesagt, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich habe eigentlich gedacht, dass du mehr singst, weil in den ersten Demos und so, das war mehr Gesang und hat das wirklich... Ja. Nee, ich war nicht enttäuscht, sondern ich finde, du rappst ja auch total gut. Aber das mit dem Singen, ich meine, wir wissen, wie schwer, wir rappen ja auch, aber wir können nicht singen. Und dann, wenn man das so gut kann wie du und irgendwie auch noch schreibtechnisch und von der Stimme her diese Anlagen hat, da dachte ich, wieso beschränkt er sich aufs Rappen? Und da dachten wir, okay, vielleicht ein bisschen mehr dieses Singen und hat jetzt eine gute Mischform genommen. Irgendwie. Wir haben tatsächlich diesen Anfang von diesem Album, den haben wir eingestampft. Wir haben quasi eine EP daraus gemacht und gesagt, wir fangen nochmal neu an. Und dann haben wir quasi ein neues Album gemacht mit mehr Gesang und das war ein großer Supporter einfach. Thomas hat neulich auch gesagt, Clouseau hat viel richtig gemacht, auch weil er immer weiter an sich gearbeitet hat. Und ich finde auch eure Art zu musizieren, die ähnelt sich so. Ne? Es geht immer viel um Unabhängigkeit, es geht darum, ein eigenes Label auch zu haben. Hat er mal irgendwann was gemacht, wo ihr sagt, fand ich jetzt nicht so gut? Oder fandet ihr alles gut, was er gemacht hat? Naja, zum einen muss man sagen, dass Clouseau angefangen hat zu singen, da war dieses Singer-Songwriter-Ding überhaupt noch nicht in aller Munde oder gängig. Ne? Du bist der Erste, du bist das, was wir im Hip-Hop, wir haben den deutschen Hip-Hop erfunden, du hast eigentlich diesen modernen Singer-Songwriter erfunden. In unserer Muttersprache im Ernst. Und alle, die danach kamen, sind in deine Fußstapfen getreten, so wie man sagen könnte, dass alle anderen... Ja. True. Insofern kann man schon sagen, dass er sehr viel richtig gemacht hat. Ich weiß nicht, was er falsch gemacht hat. Das Schöne ist ja, wenn man seine Erfolge heller scheinen lässt als seine Misserfolge. Aber ich wüsste nichts, was Clouseau falsch gemacht hat. Der Weg, den Clouseau eingeschlagen hat, und das ist kein leichter, das ist der nicht auf die Charts zu gucken und nicht zu sehen, was läuft gerade und wie kann ich mich noch besser verkaufen, sondern was ich in seinen Texten höre und immer empfinde, wenn ich Clouseau höre, dass er seinem Herzen folgt, dass er das macht, was er fühlt. Und das ist spürbar. Und das ist was, was meiner Meinung nach eine lebenslange Karriere aufbaut, auch wenn dann vielleicht die Mega-Hits später erst kamen. Ich meine, er hat welche. Aber es ist nicht so, dass er von vornherein gedacht hat, ich muss Pop machen, ich muss irgendwie in den Charts stattfinden. Sondern er hat die Leute, glaube ich, gekriegt. Und es sind ja immer mehr geworden mit jedem Album, mit jeder Tour und mit jedem Jahr, weil alle, glaube ich, das gespürt haben. Der Mann ist echt, der singt wirklich aus dem Herzen und der verbiegt sich nicht. Ich glaube, das ist das Wichtigste und das Beste, was du gemacht hast. Geil, danke. Ich glaube, DJ Kotze hat mal gesagt, wenn man an die Charts denkt, verlässt Gott das Studio.
Halleluja. Also wichtig ist, dass man wirklich immer was macht, dass man überhaupt nicht aufhört, dass man sich auch nicht konzentriert auf. Also ich glaube, dass man seine Fans und seine Leute gewinnt und mit sich nehmen kann, wenn man immer wieder Musik macht, auf die Bühne tritt und zu den Leuten kommt, immer wieder da ist und präsent ist. Man folgt dann immer mehr. Und dann sind die Hits nicht so wichtig. Die kommen dann mal so, die fallen ab. Aber ich finde, die ganze Herangehensweise, vom Hit her zu denken, eigentlich nicht richtig. Aber da war Clouseau immer schon so. Eigentlich, das war die ganze Zeit so. Er hat immer was gemacht, immer Leute am Start. Da war auf jeden Fall klar, schon sehr früh klar, dass da immer sehr viel Musik passieren wird auf die Zeit, auf dem Zeitstrahl. Viel Musik pro Zeit. Ich finde auch, es geht um so eine Handschrift. Ne? Wenn man Clouseau hört, dann also die Art zu schreiben und wie er singt und was er singt, ist halt so unverkennbar Clouseau. Und das ist, das zeichnet, glaube ich, einen Künstler aus, dass man ihn nicht verwechseln kann. Und das finde ich bei Clouseau nach wie vor der Fall. Ja. Fühlt sich gut an? Ja, fühlt sich gut total. Für dich? Das ist einfach. Ich finde, das ist der krasse Scheiß. Respekt von Kollegen und zu Leuten, denen man aufschaut, das ist einfach das Krasseste. Ohne Scheiß. Wir haben ja schon gesagt, dass ihr euch schon sehr, sehr lange kennt, aber jetzt halt erst zusammen musiziert habt. Zumindest so, dass wir alle davon Wind bekommen. Gibt es da irgendwas in irgendwelchen Schubläden oder ist es wirklich jetzt, also ist zusammen wirklich das erste Mal, dass ihr zusammen musiziert habt? Nein, ich muss mal erzählen, es war eigentlich total abgefahren, weil ich mich nicht getraut habe, Clouseau zu fragen. Nach all der Zeit, meinst du? Ja, nach der ganzen Zeit, weil wir auch nicht die ganze Zeit immer Kontakt haben. Es war auch lange Zeit jetzt nicht zusammen gearbeitet, auch nicht oft gesehen und so. Ihn zu fragen, ob er so einen Refrain einsingt für uns. Ne? Den gab es ja schon so, also eigentlich fast in der Form, wie ihn Clouseau dann quasi fertig gezaubert hat. Aber bis wir den Mut gefasst haben, ihn anzurufen, hat echt eine Weile gebraucht. Und Thomas hat gesagt, ja klar, rufen wir ihn an. Und dann haben wir ihn angerufen und Clouseau hat... kam gerade vom Einkaufen. Ich hatte so einen Einkaufsbeutel, das so hört. Oh, ey, kannst du einen Refrain für uns singen? Und Clouseau so... Ja, endlich, fragt ihr mal so. Und das war irgendwie total schön, weil das halt gleich so gefunzt hat. Und aber es ist nicht so, dass wir die ganze Zeit jetzt irgendwie zusammen Musik gemacht hätten. Es ist eigentlich die erste Nummer, die wir zusammen gemacht haben. Und du hast ja gesagt, ohne dass du auch nur einen Ton gehört hattest, ne? Ohne dass ich einen Ton gehört habe. Aber ich muss dazu sagen, ich habe mich wirklich selber jahrelang nicht getraut, weil ich dachte so, ich fand das immer selber scheiße, wenn kleine Leute sofort die Großen fragen, um nach oben zu kommen. Ich dachte, ich warte einfach, bis ich selber irgendwie am Start bin. Und ich war ja als Vorband bei den Fantas und stand auf dieser Bühne und dachte, ich werde das niemals packen, so Leute so lange zu unterhalten, weil das ist auch eine krasse Performance, die Jungs abliefern, auch untereinander. Und dachte so, ich traue mich das einfach nicht, ich warte einfach. Und dann habe ich mich nie getraut. So. Und dann kam aber die Anfrage von euch, was total geil ist. Und wir haben auch noch echt einen Hit gelandet, der ja quasi der größte Vorrunden-Hit war, den es jemals gab. Und dann hat nur die verdammte Nationalmannschaft geloost. Ja. Die Mannschaft hat versagt. Mehr Fanta 4 gibt es dann im nächsten Jahr auf der 30 Jahre Live-Tour von euch. Und jetzt auf jeden Fall endlich das Gemeinschaftswerk, über das wir jetzt schon so lange gesprochen haben. Hier sind die Fantastischen Vier und Clouseau mit Zusammen. Yes, ihr könnt auch aufstehen, wenn ihr wollt. Ladies and Gentlemen, live hier. Die Fantastischen Vier! Oh yeah! Woo. Was geht ab zusammen? Schnell! Wir sind zusammen groß, wir sind zusammen eins. Komm, lass ein bisschen noch zusammenbleiben. Nimm die Flossen hoch und die Tassen auf. Wir feiern heute bis zum Morgengrauen. Wenn ich sag so wie Topf und Deckel, wenn ich sag so wie Rotz und Löffel, wenn ich sage wie Blitz und Donner, sozusagen ohne Punkt und Komma. Wenn ich sag so wie Pech und Schwefel, wenn ich sag so wie Herz und Seele, wenn ich sag für den Rest des Lebens ist jedem klar, über was wir reden. Ja Mann, denn allein seine Sau, vorbei ist die Zeit, der man keinem mehr traut. Falls sie dich fragen, bist du allein hier, sag ihnen nein, denn ich mit allen hier. Wir sind unzertrennbar, wir sind unverkennbar, wir setzen uns ein Denkmal. Wir sind zusammen groß, wir sind zusammen eins. Komm, lass ein bisschen noch zusammenbleiben. Nimm die Flossen hoch und die Tassen auf.
wenn ich sag, so wie Mann und Frau. Zusammen so wie Jörg und Noh. Zusammen so mit Ups und Downs, so wie alt und grau, so wie nie abgehauen. Zusammen so wie Arsch auf Eimer. Zusammen so wie Fahrgemeinschaft. Sozusagen maßgeschneidert. So zusammen war noch keiner. Zusammen so wie wahre Freundschaft. Zusammen wie Clouseau und Fantas. Der ganzen Mannschaft ein Heiratsantrag. Das mit uns geht weit zurück. Wir sind unzertrennbar. Wir sind unverkennbar. Wir setzen euch ein Denkmal. Oh. Wir sind zusammen groß. Wir sind zusammen eins. Komm, lass ein bisschen noch zusammenbleiben. Nehmt die Flossen hoch und die Tassen auf. Wir feiern heute bis zum Morgengrauen. Denn nur zusammen ist man nicht allein. Komm, lass uns alles miteinander teilen. Komm, lass ein bisschen noch zusammenbleiben. Denn wir sind hier im Platz, stets zusammen wie Beats und Bass. Up the shot, fuck you must. Weil nichts dazwischen hier passt. Gibt's kein zu tief, zu flach, zu dies, zu das, zu nah, zu lang. Wir bleiben zusammen. An alle treuen Liebespaare, gute Freunde, viele Jahre. Es gibt kein Ich in diesem Wir, denn du siehst dich in diesen vier. La Familia, das Gefühl ist da. Mach die Nacht zum Job, bis zum Nachmittag, yeah! Komm, wir feiern heute zu Samstag. Yeah! Wir sind zusammen groß, wir sind zusammen eins. Komm, lass ein bisschen noch zusammenbleiben. Nimm die Flossen los und die Tassen auf. Wir feiern heute bis zum Morgengrauen. Denn nur zusammen ist man nicht allein. Komm, lass uns alles miteinander teilen. Komm, lass ein bisschen noch zusammenbleiben. Bisschen noch, bisschen noch, bisschen noch, bitte. Bisschen noch, bisschen noch, bisschen noch, bitte. Danke schön, Clouseau. Die fantastischen Vier und Clouseau zusammen bei MDR Sputniks Friends of Clouseau. Das ist dein Abend, du bist gut drauf, läuft gut bisher, ne? Das ist aber die Energie, also das war ein richtiger Icebreaker gerade. Ich glaube auch übrigens, dass ganz viele Menschen gar nicht wussten, dass die Fantas maßgeblich mit dafür verantwortlich sind, dass wir dich heute haben, also dass die dich so krass gefördert haben. Das Krasse ist ja, das waren ja Label-Chefs, also sozusagen die Künstler Fantas, die ich kannte so, die Fantastischen Vier, aber eben auch meine Chefs, so, die nie zu erreichen waren. Nee, aber wirklich, die wirklich Tipps hatten und ich glaube, sie haben 4 Music damals gegründet, um Künstler so zu behandeln, wie sie vielleicht gerne behandelt worden wären. Und das war sehr, sehr geil. Das war eine sehr, sehr wichtige Zeit für mich. Lass uns genau da weitermachen. Wir haben ja gesagt, wir reisen so ein bisschen durch deinen Werdegang. Wann hast du gemerkt, also es war ja offensichtlich, dass es immer mehr Menschen wurden, immer größere Hallen. Wann hast du gemerkt, okay, das Ding wird gerade von einem Geheimtipp, werde ich gerade einfach zum Star? Gab es da irgendwie einen Schlüsselmoment oder war das ein schleichender Prozess? Nee, es war schleichend. Es war so eher, dass ich im Presseclub in Erfurt zum Beispiel selber an der Kasse stand und nicht gedacht habe, dass Leute so, ey, wo kommt denn her? Ja, wir kommen aus Berlin, wir kommen aus Hamburg, wir kommen aus der Schweiz. Und ich so, fuck, wo kommen die alle her? So, das habe ich da zum ersten Mal gerafft. So, okay, jetzt kommen Leute deutschlandweit in so einen kleinen Schuppen. Dann habe ich meine Eltern sehr lange weggehalten, weil die nicht so pro meiner Musik waren am Anfang. Ach. Die habe ich erstmal sehr lange auf Konzerten ferngehalten, gesagt, also nicht, ihr kommt hier nicht rein, jetzt nicht aber ich habe sie nicht eingeladen. Pro die Musik oder die Richtung, die du eingeschlagen hast? Die hatten sehr Schiss, ob das überhaupt was wird. Und ich habe das so ein bisschen so nicht, ja, dachte so, die finden das nicht geil. So, aber die haben einfach Schiss gehabt, was man verstehen kann, wenn man keinen Abschluss hat. Und dann gab es so Konzerte, die dann echt gerammelte voll waren irgendwann. Und irgendwann habe ich dann geschnallt, okay, das Ding könnte echt was werden. So Palladium quasi zweimal ausverkauft, so Messehalle in Erfurt, zweimal ausverkauft, 8.000 Leute, 10.000 Leute. Da habe ich dann gedacht, okay, fuck, ja, das ist dick, big einfach so. Ja. Die Fantas haben das ja vorhin auch nochmal so schön gesagt, ne, dass du jemand bist, der immer aus dem Herzen schreibt, der sich treu bleibt. Wie einfach ist das denn, wenn das immer größer wird, das Ding, sich dann wirklich auch so treu zu bleiben? Das klingt so super romantisch, weißt du, so als wäre das halt super easy. Ja, also das ist nicht so, dass ich nicht auch, also die Radiolandschaft ist eine spezielle Landschaft. So, wenn man jetzt guckt, so es gibt jetzt, wir waren Platz 1 der deutschsprachigen Songs, aber trotzdem Platz 30. Es werden wenig deutsche Songs gespielt im Radio in der Pandemiezeit, was ich schade finde. So, und natürlich hört man auch so ein bisschen, was könnte ein Refrain sein, was könnte irgendwie catchen. Das versuche ich auch. Ich versuche aber auch zu vergessen.
Und ich schreibe das alles selber. Das ist wirklich das Ding. Ich sitze dann da vor zwei kleinen Boxen und weiß nicht, was aus diesem Song wird. So, es ist verrückt. So, und habe so viele Sachen schon geschrieben. Und ich glaube, ich habe über 400 Songs geschrieben in meinem Leben oder mehr. Und ganz viel für den Papierkorb. So, einfach so. Ich schreibe scheiße viel Texte und zum Glück sind einige davon rausgekommen. Zum Glück. Wir haben uns zum allerersten Mal 2008 getroffen. Ich habe das nochmal nachgeguckt und ich weiß es noch ganz genau. Du hast mir damals im Interview gesagt, dass du so ein Typ bist, der immer Angst hat, was zu verpassen. Und dass das irgendwie auch der Grund ist, warum du Erfurt so treu geblieben bist, weil so Städte wie Berlin oder Köln dich wahrscheinlich verbrannt hätten. Trotzdem ist es aber immer so, dass du ab und zu abhaust. Welche Momente sind das, wenn du dich mal verdünnisierst? Also in beide Richtungen funktioniert das so mit Erfurt. So. Ich muss mich verdünnisieren quasi in die Großstadt, aber ich wüsste, wenn ich da jetzt leben würde, würde es mich einfach zerbröseln. So. Also ich bin dann einfach zu neugierig. Dann kommst du auf die Party, dann ist der irgendwie im Restaurant, sagt, morgen bist du dort zu Gast und irgendwie, es gibt einfach zu viele Partys. So. Das würde mich wirklich zerbasteln. Da bin ich ganz froh. In Erfurt ist so Samstag, so Tumbleweed, so was geht, nichts, fuck. Ja, das ist gut, das ist sehr förderlich. So. Ja, und ich lieb's auch. In Erfurt ist eine schöne Altstadt. Mein Bruder wohnt direkt gegenüber. Wir spielen Playstation, wir gehen ins Kino. Das reicht mir. Und das geht? Das geht, ja. Ich gehe sehr oft ins Kino, manchmal auch alleine mit Kapuze auf und so. Ich mag das. Schön, also wisst ihr Bescheid, ne? Ja, wenn ihr einen mit Kapuze seht, it's me. Erfurt Kino. Wir hören jetzt gleich ein Set aus drei Songs, die auch wesentliche Marker deiner Karriere waren. Geht los mit Chicago aus dem Album Weit weg, 2006 war das. Wie verändert sich dein Gefühl für so einen Song innerhalb von 15 Jahren? Fühlt sich das noch genauso an wie am Anfang? Jein, also es ist so, würde ich jetzt so eine Las Vegas Show spielen und jeden Tag, nee, anders. So Britney Spears mäßig? Ja, oder wenn das immer die gleichen Leute wären, dann wären die genauso gelangweilt wie ich am Ende. So, aber ich höre ja mit dem Ohr des Publikums und die Leute haben quasi Songs gehört, das Leben hat sich mit dem Song aufgeladen und umgedreht, so, also es sind Dinge passiert und es entlädt sich, wenn ich da bin und ich fühle das dann quasi mit den Leuten zusammen einfach neu, so, und spiele auch wirklich neue Versionen. Wir spielen heute Abend eine Version von Chicago, die ist auch wieder neu, weil wir sie so ein bisschen angeglichen haben auf diese Prom Night, so ein bisschen 80s, so, und es ist ein Song, den ich damals für jemanden geschrieben habe, der krasse Drogen genommen hat. Und ich hätte nie gedacht, dass es ein Erfolg wird, der Song. Hätte ich nicht gedacht. Ist es geworden. Und wir freuen uns drauf, den jetzt erleben zu dürfen. MDR Sputniks Friends of Clouseau. Hier ist Chicago. Los ist, immer mitten in der Stadt, dort wo die kleine Welt ganz groß ist, zieht sie sich an den Lichtern satt. Sie erzählt dann und wann von dem und dem, sie hat jeden schon gehabt. Auch wenn sie sich selbst nicht ganz so pflegt, pflegt sie zumindest den Kontakt. Und sie träumt von Chicago, von Chicago. Sie träumt von Chicago, von Chicago. Dort, wo niemand ihren Namen nennt. Huhu. Huhu. Mit ihrem sonnigen Traum vor Augen läuft sie durch den Regen. Und jeden, den sie auf der Straße trifft, erzählt sie, sie wär da gewesen. Beschreibt dann, welche Ecke sie schon war, denn sie kennt immerhin dies und das. Und wenn du bisschen was dabei hast, nimmt sie dich mit für eine Nacht. Sie nimmt dich mit nach Chicago, nach Chicago. Irgendwohin, wo dich keiner kennt. Sie nimmt dich mit nach Chicago, nach Chicago. Dort, wo niemand deinen Namen nennt. Oh,
Manchmal trifft sie sich mit ein paar Leuten an einem unbestimmten Platz. Und wenn dort frisches Zeug durch die Adern fließt, gibt man einen Löffel an die Kumpels ab. Nur diesmal ist sie nicht gekommen, vielleicht hat sie's nicht geschafft. Nur eine kleine Nachricht, das ist alles, was sie hinterlassen hat. Ich komm nie mehr, ich bin in Chicago. In Chicago. Irgendwo, wo mich keiner kennt. Oh, ich komm nie mehr, ich bin in Chicago. In Chicago. Dort, wo niemand, niemand meinen Namen nennt. Oh, in Chicago. Wo mich keiner kennt. Ich komm nie mehr. In Chicago. Ich komm nie mehr. Oh, oh. Der nächste Song ist ein Song, den ich geschrieben habe, als ich einen Umbruch hatte. Der Song heißt Neuanfang. Und ich sage immer, man muss mit allem rechnen im Leben, auch mit dem Guten, falls ihr gerade eine neue Idee habt, falls ihr einen Laden aufmachen wollt, falls ihr eine neue Stadt zieht, neuen Job, whatever. Der Song passt auf jeden Fall. Neuanfang. Applaus für die Band! Was soll ich tun, wenn ich so sehe? Ich kann den Wind nicht ändern, nur die Segel drehen. Tausend Fragen schlagen Rad, ich will kein neues Leben, nur einen neuen Tag. Was tut gut und was tut weh? Ein Gefühl braucht keiner mehr. Vor zurück, zur Seite ran, herzlich willkommen, Neuanfang. Neuanfang. Ein guter Plan ist mehr als eine Idee. Werf nicht mehr alles in einen Topf. Veränderung braucht einen klaren Kopf. Will mich nicht schämen für ein bisschen Glück. Bin ich es selber oder spielt die Welt verrückt? Zieh klare Linien zwischen Bauch und Verstand. Herzlich willkommen, Neuanfang. Für Neuanfang. Ich bin nicht immun gegen Gegenwind, doch ich lauf los. All die schöne Erinnerung, ich halt sie hoch. Ich fühle mich einen Tag schwach, ein Tag wie neu geboren. Ich will Altes nicht bekämpfen, ich will Neues formen. Folge meinem Ruf, Träume verwelken leicht. Ich räum die Blüten aus dem Weg, nutz die Gelegenheit. Halt mich am vorne fest, es fühlt sich wackelig an. Herzlich willkommen, Neuanfang. Oh, 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 oh.
Vielen Dank, es macht total Spaß. Dankeschön. Saugeil. Merci. Das nächste Lied ist nochmal ein Abgeh-Song. Der Song heißt Achterbahn. Und egal, wie viele Tipps man so bekommt, man muss seinen eigenen Weg gehen, auch wie verrückt das aussieht. Scheiß drauf. Achterbahn heißt das nächste Teil hier. Aus dem Jahr 2016, Achterbahn. Das ist Clüso bei MDR Sputniks Friends of Clüso. Clüsen, wann immer man dich trifft, egal jetzt ob beruflich oder privat, ist ein Mann nicht weit. Der macht alles. Der hält deine Jacke, der macht die Fotos mit den Fans, der ist mit dir auf der Bühne. Es ist DJ Pete Hover. Hannes ist da. Hallöchen. Hi, hallo. Nimm uns doch mal mit. Wann habt ihr euch wo in Erfurt gefunden? Ihr kommt beide aus Erfurt, richtig? Genau. Erfurt ist klein, man kennt sich, wir waren auf derselben Grundschule, er ist ein bisschen älter als ich, obwohl man es nicht sieht. Aber so richtig getroffen haben wir uns dann vor 10 Jahren etwa. Und dann irgendwann haben wir zusammen gewohnt. Wir hatten so eine Kommunensituation. Ja, warte mal. Ihr habt euch getroffen und dann haben wir zusammen gewohnt. Wo trifft man sich denn? Dann wohnt man zusammen. Wir haben im selben Haus gewohnt und Hannes hatte oben drüber die Bude
Und er hat auch als allererstes gehört, dass ich in der Küche den Zusammensong eingesungen habe von Fantas. Und ich so, wir sind zusammen groß. Und er dann hat von oben runtergebrüllt, das wird ein Hit. Quasi so ein, ey, und wir haben auch zusammen das Achterbahn-Video gedreht. Ich hab nämlich keinen Führerschein und ich brauchte jemanden, der quasi in Amerika mich vielleicht rumfährt. Und ich so, Hannes, ja, hast du die Tage Zeit? Ja, ich brauche jemanden, der mich in Amerika rumfährt. Ja, quasi, also wir hängen sehr viel zusammen. Er ist krass organisiert, er checkt viele Details, er saved mich extrem so. Es sind ja viele Situationen, viel Mensch, der auf mich zukommt. So, und das ist einfach. Ja. Um nochmal auf den Führerschein zurückzukommen, ist das durch das Thema? Oder? Durch ist es nicht. Ich habe es noch nie gemacht. Aber ich habe keinen Führerschein. Ja, ich weiß, aber okay, ich meine, ist das in der Planung? Es war nie in der Planung. So. Es kann passieren. So. Ich würde nicht sagen, dass ich das nie mache, aber ich habe es nicht gebraucht bis jetzt. Dank Hannes. Genau. Ja, genau. Wenn man dich fragt, was du arbeitest im Clouseau-Universum, sagst du ja immer gerne alles. Ne? Was ist denn aber deine Jobbezeichnung? Gibt's da, also wenn dich abends jemand in der Bar fragt, was sagst du dann? Sag ich meistens Bademeister im FKK-Strand, das aber ja, an sich DJ bei Auftritten, wo ein DJ benötigt wird. Wir produzieren ein paar Sachen zusammen. Wir haben dann so ein Projekt, was demnächst irgendwann mal noch kommen wird, hoffentlich. Merchandise ist so das aktuelle Thema jetzt mit dem neuen Album, was so ein bisschen bei mir liegt, in Zusammenarbeit mit dem Management. Ja. Und dann darf nicht vergessen, Hannes ist eigentlich Hotelier. Der hat quasi ein Hotel geleitet, also nicht nur eins, sondern einige. Mhm. Und ist DJ und arbeitet bei mir, macht irgendwie 1000 Sachen zur gleichen Zeit. So, also. Und ist heute Abend mit uns hier auf diesem wunderschönen Ball, in dieser Prom Night. Was war denn die wildeste Fete, wo ihr beide jemals zusammen gewesen seid? Wir sind da absolut unter uns. Also wenn wir nicht vertrauenswürdig aussehen hier heute in dieser Halle, dann weiß ich es auch nicht. Zu viele. Mit dir die letzte, glaube ich, im Steigerwaldstadion in Erfurt. Genau. Wo wir dich, glaube ich, zum Rotwein überredet haben. Ja. Und du hast vorher nie Alkohol getrunken. Das war die wildeste Fehde, das tut mir sehr leid. Und seitdem trinkst du Rotwein. Das ist korrekt. Das stimmt. Wir haben noch einen weiteren Herrn heute hier in der Runde, der jetzt schon gut ausgehalten hat. Ladies and Gentlemen, das ist Johannes von Weiß. Hallo. Ich habe auch so das Gefühl, ohne euch fangen wir nicht an. Das ist mittlerweile eure dritte Sputnik Friends Off. Die allererste, da wart ihr dabei, zu Gast auch bei der Friends of 2020 mit Tokyo Hotel und jetzt wieder am Start. Ist es schon, also seid ihr immer auf Gästeliste? Fühlt sich schon wie zu Hause, ja. Müssen wir euch noch anschreiben oder ist das eh safe, dass ihr immer vorbeikommt? Nee, ist doch eh safe, ja. Und ich bin super happy heute hier zu sein, danke. Ich freue mich, dass du da bist, auf jeden Fall. Und du bist nicht nur da, weil er dich dufte findet, sondern natürlich, weil ihr auch zusammen gearbeitet habt. Ihr habt den Song Tanzen geremixed. Wie genau lief das? Wie genau lief das? Ja, das war letztes Jahr im April vorher und da war ja schon Lockdown, deswegen haben wir leider uns nicht gesehen, gar nicht, ne? Und dann kam die Anfrage rein und wir waren halt super happy, dass wir da einen Remix machen dürfen, sowieso, und ich habe auch früher schon deine Musik gefeiert. Und ja, dann ging das eigentlich ganz schön schnell und es hat sich auch bewahrheitet, dass es sehr geil war, dafür einen Remix zu machen, also es hat perfekt gematcht. Weil jetzt endlich, du kannst vielleicht bestätigen, auf den Shows jetzt wieder Real for Menschen oder hier den Song zu performen, ist halt der Wahnsinn. Und auch ich habe es auch bei euch gesehen. Ja, ich habe dir ganz viele Stories geschickt. Ne? So, ja. Ist so ein Masterpiece, was im DJ-Set auf jeden Fall bei uns nicht fehlt. Wie ist es denn für dich, Klüsen, wenn du so einen Song schreibst wie Tanzen? Ne? Der ist ja für dich vollkommen, der ist ja fertig. Und dann gibst du den aus der Hand zum Remixen. Muss man das dann loslassen? Muss man sich komplett frei machen und sagen, okay, jetzt dürfen die Jungs von Weiß damit machen, was sie wollen? Oder sagst du denen dann, ey, pass mal auf, da und da hänge ich dran, das muss wirklich so bleiben, das muss anders? Nee, ein Remix ist ein Remix. Aber ich muss sagen, die Jungs haben es total geil gemacht, weil es halt einfach so, es übertrifft das Original so in seiner Kraft einfach. Das ist so krass. Ich kenne ja ein paar Weiß-Sachen vorher, deswegen haben wir ja angefragt. Das Ding moscht einfach alles weg. Das ist so brutal. Dieses so, also ich lass mich da gerne überraschen, so bei Remixen bin ich wirklich, ich gebe das raus, aber find's auch natürlich cool, wenn die Tonart stimmt und wenn sich Leute so ein bisschen an das Arrangement halten, dass der Song in seiner, dass er noch funktioniert, so als Geschichte, so freue ich mich natürlich. Ich glaube, wir sind bereit, weggemoscht zu werden von dem Song, oder? Wie ist es bei euch? Wollen wir? Ladies and Gentlemen, hier ist Tanzen im Weiß Remix bei MDR Sputniks Friends of Clouseau. Gehst vom Spiegel, siehst heiß aus, steigerst dich rein.
Bolero. Frag ganz nebenbei, wie du aussiehst, als wär ich dein Companiero. Und wenn die Tür ins Schloss fällt und mein Kino im Kopf quält, wenn alle Zimmer geflutet, kämpf um Luft im Strudel bis zur Lähmung. Nein, es ist gar nicht okay. Für mich ist es Sitzen bis spät. Für dich Disco Realität. Ich warte, dass du mal was sagst, doch du musst tanzen. Du musst tanzen, weiß. Du musst tanzen. Du musst tanzen. Du musst tanzen. Als wir uns trafen, kannte ich die Welt, in der du grad lebst, nur aus deinen Erzählungen. Stolpere durch meinen Tag, eine blutende im Kreis, Kolosseum. Noch gestern am Tiber, Hände halten im Flieger, dass es mir jetzt genauso geht wie dem Typen davor, kratzt an meinem Ego. Nein, das ist gar nicht okay. Für mich ist es Sitzen bis spät. Für dich Disco Realität. Ich warte, dass du mal was sagst, doch du musst tanzen. Du musst tanzen. Darf ich mal die Arme umsehen, alle Arme nach oben, was geht ab? Ihr seht so geil aus! Woo! Wenn der Beat einsetzt, will ich, dass ihr alle tanzt. Yes, ja, pass auf! Du musst tanzen. Du musst tanzen. Und im fliegenden Wechsel aus Erfurt, DJ Beethoven in der Haus. Kräftigen Applaus, bitteschön. Der nächste Song ist einer meiner Lieblingssongs, heißt Der letzte Song, ist eine Weltpremiere. Wir haben ihn noch nicht gespielt. Bitte einen herzlichen und kräftigen Applaus für Mattia. Jede Party ist auch irgendwann zu Ende und jeder letzte Song vorbei. Eben standen wir noch beide in der Menge und jetzt tanzen wir zu zweit. Erst wollte ich heute gar nicht weg und jetzt will ich hier nicht mehr los. Disco-Kugel dreht sich dumm und irgendjemand stellt die Stühle hoch. Ich bin noch nicht heim, auf einmal Magie zwischen Dreck und Kippenrauch. Wie kann das denn sein? Bild ich mir das ein oder fühlst du das hier auch? Sag mal, weil ich nicht kapier, was hier gerade passiert. Da draußen wird es langsam hell, sag mal,
Dank, war sehr schön hier zu sein. Danke, Krise. Mattia. Der letzte Song, Mattia und Clouseau. Diesen Song gibt's natürlich auf der ganz neuen Clouseau-Platte Album. Und wir freuen uns, dass ihr heute unsere Runde hier bei Friends of Clouseau erweitert. Mattia ist da, hello! Hello! Ich fall mit der Tür ins Haus. Wann hat das Leben euch wo, wie begegnen lassen? Willst du mal anfangen? Ich fange gerne an. Ja, zu. Also es war eigentlich sehr unspektakulär. Wir waren beide im Studio. Da gab es so zwei Räume und wir haben uns durch so eine Glasscheibe, glaube ich, gesehen und erstmal so Hallo gesagt. Hi. So, ah, hi. Du auch hier. Und nach meiner Session kam Clouseau rüber zu mir und meinte, ey, hast du später noch Zeit? Wollen wir irgendwie mal gemeinsam Musik machen? Und es ging sich dann diesen Abend nicht mehr aus, wie man bei uns in Österreich sagen würde. Aber am nächsten Tag war es dann soweit und wir haben uns extra... Warum getroffen. Ging sich das denn nicht aus? Lässt man da nicht alle stehen und liegen, wenn der Clouseau an die Scheibe klopft und sagt, sag mal, hast du noch Zeit heute? Nee, wir hatten Musik beide noch einen Song zu... schreiben, ehrlich Ach, du meintest gesagt. Irgendwann? Es war an dem Tag quasi, als Ach, wir... Genau. Deswegen, man trifft sich im Studio, es ist meistens from the scratch, also vom Null, und wir schreiben einfach Songs. So. Wir mussten halt für uns persönlich quasi noch einen Song schreiben. Und dann haben wir gemerkt, okay, geht lange, aber morgen... Ja. So, da wurde schon geflunkert quasi, morgen geht so. Ja. Wir waren beide super busy. Hast du gut geschlafen in der Nacht, als du wusstest, am nächsten Tag gehe ich mit Klüsen Musik machen? Sehr gut geschlafen. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, weil das tatsächlich so was ist, was man sich einfach irgendwie wünscht. So, Clouseau ist jemand, auf den ich auf jeden Fall schon lange aufschaue und der für mich in der deutschen Popmusik jemand ist, der einfach nochmal was ganz anderes aufmacht und was Cooles auch aufmacht. Weil ich finde leider, dass deutsche Popmusik oft sehr uncool assoziiert wird von der Außenwelt. Und ich finde, Clouseau ist ein Artist, der das total aufbricht. Wer dich so ein bisschen verfolgt und deine Geschichte, der weiß ja auch, The Voice of Germany, so als Motivation, dass das mit dem Musikerinnen-Ding funktionieren wird, dann hast du geschrieben und musiziert und hast M rausgebracht und noch eine EP rausgebracht und ein paar Features rausgebracht. Und jetzt auf dem Song mit Clouseau, also man könnte sagen, es läuft ganz gut. Oder? Läuft bei mir. Läuft auf jeden Fall bei dir. Wie easy war das denn damals? Du lebst ja in Wien, kulturell überhaupt Anschluss zu finden in einer Stadt wie Wien. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ja, das war tatsächlich in Wien einfacher als bei mir am Land in Salzburg. Da geht ja musikalisch gesehen nicht so viel, außer jetzt Volksmusik. In Wien war das schon auch ein steiniger Weg teilweise für mich, aber es ging dann auf jeden Fall sehr schnell. Wenn man mal drin ist, ist man drin, weil österreichische Musikszene ist sehr klein. Ist auf jeden Fall auch eine sehr interessante Szene. Wir haben sehr, sehr tolle Musiker und MusikerInnen in Wien und ich habe mich da sehr schnell sehr gut eingefunden und finde es da auch immer noch ganz toll. Das muss ich auch übrigens sagen, Österreich hat so einen eigenen Style so. Es ist so, die Deutschen sind immer sehr genau und versuchen auch wirklich ein Ding zu platzieren und irgendwie zu landen. Die Ösis machen das irgendwie so stylisch einfach. So, da ist immer noch so ein noch was Stylisches drin. So wie ich das mag einfach. Wie wichtig war es dir denn generell, auch die nächste Generation an MusikerInnen mit auf die Platte zu holen? War das möglicherweise gar kein Grund? Also war das mehr ein Zufall oder war das schon bewusst? Daran habe ich ehrlich gesagt nicht so krass gedacht. Es ist natürlich schön, jemanden zu fragen, jetzt auch bei den Rappern, die ein anderes Publikum haben zum Teil, auch Dinge, die passieren, wie mit Kapi, was jetzt nicht auf meinem Album ist, aber das ist einfach passiert. Und das mit Mattia, einfach, ich habe ja Songs von dir gehört vorher, sie ist auch sehr im Gespräch bei Produzenten, sehr im Gespräch in der Szene so und habe das vorher auch schon ein paar Mal gehört und dachte so, geil, ich freue mich. Man weiß aber nie, wie es im Studio ist. Man weiß es einfach nicht und die Chemie hat auf jeden Fall gestimmt. Wir sind alle auf jeden Fall froh, dass ihr den Weg gemeinsam ins Studio gefunden habt und das terminlich auch vereinbaren konntet miteinander und dass du heute Teil dieses Abends bist. Mattia, schön, dass du da bist. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Freue mich sehr. Schön. Und für alle Menschen, die uns gerade hören im Radio oder uns zuschauen im Videostream oder im Fernsehen und vielleicht nicht in so einer Stadt wie Wien wohnen, sondern irgendwo im hinterletzten Kaff, irgendwo auf dem Dorf und Kunst machen und denken, Mann, mich findet hier niemals irgendwie jemand, der mir helfen kann.
Kann immer passieren. Beweis folgt sofort. Denn ein weiterer Feature-Gast bereichert jetzt unsere Runde. Der ist 24 Jahre alt, kommt aus einem Kaff namens Ketelsbüttel bei Würden in Schleswig-Holstein. Holla die Waldfee. Und er hat Anschluss gefunden, nämlich an Clouseau. Wie er das gemacht hat, erzählt er uns selber. Charakter ist da. Herzlich willkommen. Hi, hallo, hallo. Vielen, vielen Dank. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Danke, ebenso. Wann hat er dich denn gefunden in Ketelsbüttel bei Würden in Schleswig-Holstein? Ey, eigentlich habe ich einen Anruf bekommen und auf einmal saß ich mitten in der Nacht in einer Hotelbar in Berlin und wir haben einen Song geschrieben. Also völlig spontan, wirklich. Krass, ich hatte dich gar nicht auf dem Zettel, sage ich ganz ehrlich. Habe ich mit vielen Leuten hier in dieser Prom-Night schon unterhalten, die hatten dich auch nicht auf dem Zettel. Was hat dich an Charakter gereizt? Wo hast du den gefunden? Die Welt ist ja voller junger Artists, aber du hast dir ihn rausgesucht. Also es gibt super viele junge Artists irgendwie und die meisten fallen dann auf durch ihre Stimme so. Charakter ist jemand, natürlich Bayern, der schon länger dabei ist jetzt, aber auch ein junger Artist, so Edo Saya. Also viele Leute sind so aktiv in der Szene und Ani von der Plattenfirma hat teilweise Sachen vorgespielt schon. Ich glaube, im Vierteljahr vorher habe ich schon Songs von dir gehört so und ich hatte noch einen Song und dachte so, ey, jetzt irgendwie so eine Stimme. Und dann war er aber gerade in der Session, das heißt, ich war gerade in Berlin, die Platte war 2 Tage vor Abgabe oder so, wirklich 2 Tage oder 1 Tag. Und ich dachte so, ey, hättest du Bock, wir haben telefoniert, hättest du Bock, heute Abend noch was aufzunehmen? Er so, ja, aber ich bin noch bis um 3 in einer Session. Ich so, ja, fuck. Dann komm doch um 3 quasi. Und ich hatte aber kein Studio mehr und habe wirklich jemanden gefragt, ob ich in einer Bar quasi, ein Freund von mir, Martin Lanzerath, hat dann gesagt, ey, ich könnte eine Bar aufschließen, ihr könnt da aufnehmen. Und ich habe tatsächlich immer ein Mikrofon dabei und eine Soundkarte. Und er kam dann, wann kamst du? Um 3:30? Wir hatten dann noch Zeit bis um 5, um 6. Morgens? Morgens, ja. Und haben dann den Song da geschrieben, die Strophe geschrieben, eingesungen, eingepackt. Es war taghell, die Vögel haben gezwitschert. Wir sind rausgelaufen und dachten so, ja, geil, dich kennenzulernen. Ja, ja, geil, wird geil. Schöne Geschichte. So. Es gibt auch noch gar nicht so viel von dir, muss man sagen. Ich habe das, was ich aber von dir gelesen habe, hat mich direkt umgehauen. Ne? Eine der tollen Sachen, die ich gelesen habe, ein tolles Zitat ist, du hast irgendwie sowas gesagt wie, das Beste, was man machen kann im Leben, ist 100% einfach man selber sein. Und ich finde, das ist auch so eine Parallele, was euch irgendwie verbindet. Also beide die Liebe zum Rap zu haben, aber nicht diesen Drang haben, so cool sein zu müssen, sondern schon Gefühle zuzulassen und sich auch trauen zu singen. Ja. Ist auch so, also er spielt Gitarre, hat dann erstmal, da stand eine Gitarre rum, hat Gitarre genommen, spielt Gitarre, es ist eine Art Trap, Crunch, ist alles irgendwie zusammen, ist wirklich ein krasser Artist. Dann scheißt er auf Instagram, so, hat keinen Bock, ich wollte morgens eine Story machen, also nee, habe ich jetzt keinen Bock drauf. So, so. Das ist mal erfrischend. Ja, das ist sehr erfrischend, ja. Einfach, so kann man auch rangehen, ich finde das sehr geil. So. Und du bist 24 Jahre alt, bist du da hingekommen erst oder warst du von Anfang an, bist du angetreten, hast gesagt, so, ehrlich, ich bin der ich bin, ich mache das, was ich fühle und da gibt es links und rechts für mich gar keine Diskussion. Nein, natürlich nicht. Also jeder hat ja am Anfang Struggles mit sich selber, sage ich mal, und man muss sich auf jeden Fall dahin kämpfen, dass man sich traut, erstmal man selber zu sein. Ich meine, kennt ihr alle so, ich meine, jeder will irgendwas sein und hat Angst, das wahrscheinlich nach außen zu verkörpern. Genauso war das bei mir mit Musik, ne? Ich wurde ausgelacht so in der 8. Klasse oder so, aber das hat mir irgendwie den Trieb gegeben, weiterzumachen und das habe ich gemacht und jetzt freue ich mich, dass ich mehr Leuten irgendwie sagen kann, ey, macht es einfach und scheiß einfach drauf und seid einfach ihr selber so. Und das ist auch so irgendwie die Message von meiner Musik. Auf einer Skala von 1 bis Ohnmacht, jetzt kommt dein allererster Auftritt. Wo befindest du dich gerade gefühlstechnisch? Ich freue mich drauf. So machen wir es. Wir hören uns jetzt euer Gemeinschaftswerk an, heißt Aus dem Weg und grüßen damit alle Menschen, die mit Charakter damals in der 8. Klasse waren. Ladies and Gentlemen, Aus dem Weg, Charakter und Clouseau vom Album. Aus dem Weg ist der Song. Mix und McCloud. Charakter, DJ. Let's go! Das ist ein richtig geiler Autofasser. Kopf in die Wolken gestellt und erstmal aus dem offenen Verdeck.
hab meine Route nie geändert. Im Inneren immer noch Rhythm is a Dancer. Kopf in die Wolken gestellt. Jede Bodenwelle spült die Sorgen weg. Gebt mir alle auf den Weg. Ich hab Power, sei nicht sauer, wenn ich euch wieder die Vorfahrt nehm. Hab einen Traum zu leben. Geht mir alle aus dem Weg. Siehst du mein Rücklicht, bin ich glücklich, denn ich mach mich aus dem Staub, was geht. Alle aus dem Weg. Nur leere Straßen, von hier sieht man den Horizont. Alle Seelen schlafen und sie träumen, wie man da ankommt. Im Labyrinth der Chancen brechen alle Wände ein. Wie kann man sich verändern und danach auch noch derselbe sein? Adrenalin in meiner Blutbahn. Ja, dann setz mich ständig unter Zugzwang. Immer wieder ins kalte Wasser springt, was es bringt. Genau das sind mir die Flugangst. Kings and Queens durch die Decke mit dem Kopfsprung. Häng irgendwie da oben in mein Kosmos. Hände in die Wolken gestellt. Und es macht du aus dem offenen Verdeck. Geht mir alle aus dem Weg. Ich hab Power, sei nicht sauer, wenn ich euch wieder die Vorfahrt nehm. Hab einen Traum zu leben. Geht mir alle aus dem Weg. Siehst du mein Rücklicht, bin ich glücklich, denn ich mach mich aus dem Staub, was geht. Alle aus dem Weg. Ich kann nicht anders, kann nur so sein. Bunte Lichter, Reifen drehen. Sechsergang, ich bleib nicht stehen. Geht mir alle aus dem Weg. Ich hab Power, sei nicht sauer, wenn ich euch wieder die Vorfahrt nehm. Hab einen Traum zu leben. Geht mir alle aus dem Weg. Siehst du mein Rücklicht, bin ich glücklich, denn ich mach mich aus dem Staub, was geht. Alle aus dem Weg. Und jetzt, ich freue mich, dass er hier ist. Ein Typ, von dem ich, glaube ich, alles kenne, was er gemacht hat. Er hat eine unglaubliche Stimme. Wir haben schon ein, zwei Auftritte zusammen gemacht. Ich war Gast bei ihm, bei Weiß, Friends of Weiß. Kräftigen Applaus für wirklich echten Talent. Maya! Was du letztlich? Yes, sir! Hey! Ja! Once in a lifetime, einmal im Leben, kommt eine Zeit, in der Zweifel sich legen, in der sich das Chaos und alles sonst eben. Es ist alle Dinge wie von allein regen. Manche nennen es Glück, andere nennen es Segen. Doch das, was ich gesucht habe, kann mir von euch keiner geben. Und du merkst direkt in dem Moment, in dem du ihr begegnest. Let's go, ja, ja, ja. Ja, ich mach nur, was ich will. Weil ich will nur das, was ich jetzt hab. Nein, ich will nie wieder chillen. Hör nicht auf, bevor es jeder gecheckt hat. Schreib meine eigene Geschichte. Mach nächste lang durch, bis es klingt. Stories und Reiseberichte. Drei bessere Zeiten für mich, ich denke, oh mein Gott, das hier ist ein Fulltime-Job. Und immer wenn ich Showtime komm, ist es wie beim Essen. Tja, 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 let's go! Immer noch die erste Liebe, immer noch dasselbe Feeling. Unbeschwert und umso mehr, immer wenn mir diese Welt zu viel wird. Fall ich, flieg ich, knallt es, dann lieb ich, bis jeder weiß, der doch. Ich hab's gehofft, aber nie erwartet. Fuck Fame, erkillte alle meine Lieblingsartists. Bin immer noch der nach Besonderen sucht. Eigentlich ändert sich nichts, außer der Kontoauszug. Songs schreiben ist für mich wie Sommer. Wie im Kinderzimmer immer wieder sonntags. So vieles da draußen klingt nur wie Standard. Musik immer meine Number One Love. Bin mein eigener Schmied, weil ich starr mit meinen Händen wieg. Wer zum Public Enemy, nicht zu Händen der Energie. All diese beschissenen Ängste, ich kenne sie wie Präsidenten, die denken, sie hätten so wie Kennedy. Fang an, sobald ich einen Schreibblock habe. Ich hatte nie einen Schreibblockade. Zu viele Alben, aber richtige Aussätze. Gibt's nicht, wie durch den Cloud. Ich denke, oh mein Gott,
das hier ist ein Fulltime-Job. Und immer wenn die Showtime kommt, ist alles andere egal. Immer noch die erste Liebe, immer noch dasselbe Feeling. Unbeschwert und umso mehr, immer wenn mir diese Welt zu viel wird. Fall ich, flieg ich, knallt es, dann lieb es bis hier. Der auch so ein bisschen diesem Abend hier entspringen könnte, den wir heute hier theoretisch auch hätten drehen können. Dead or Alive, Clouseau, Mayan und Antonio Lucaccio jetzt hier in der Talk-Ecke. Hello! Das geht! Dankeschön. Mayan und Antonio Lucaccio. Mayan, ich würde ja sagen, an der Freundschaft musikalischer Dings zwischen Clouseau und dir hat MDR Sputnik, haben wir ein paar Aktien, korrigiere mich. Ich würde sagen, das geht auch ein bisschen auf unsere Kappe. Vollkommen richtig, vollkommen Erzähl. Richtig. Na, es war letztes Jahr um diese Zeit auch schon eine wunderbare Veranstaltung, die hieß Friends of Wise. Mhm. Und da hatten wir gerade frisch den Song gemacht, den wir auch heute Abend gespielt haben. Mhm. Und ja, da hat, haben wir uns zum ersten Mal so außerhalb vom Studio-Kontext irgendwie gesehen und da bat mich dann Clouseau nach unserem Song noch zu tanzen auf die Bühne, was mich sehr geehrt hat und mich natürlich sehr gefreut hat. War ein cooler Abend. Wenn du so sagst, er bat dich auf die Bühne, lass mich der Vollständigkeit halber sagen, du warst verknallt. Du hast gesagt, ja, dieser Typ, ey, geil, hier, komm, hol den nochmal her. Ja, ich hab's auch direkt, ne, direkt gekriegt einfach. Ich habe wirklich viele Songs gehört, wir haben gerade drüber gesprochen, 124 BPM ist ein großartiger Song, den ich wirklich, ich habe den so oft gehört, einfach so. Mayan hat eine unglaubliche Stimme, ist ein bisschen komisch, wenn man jemanden so hochlobt, der neben einem sitzt, aber er hat eine krasse Stimme, hat einen krassen Flow im Studio, er weiß ganz genau, was er will, so, weiß ganz genau, was er nicht will, so, da kommt super viel aus ihm raus und ich glaube, wir werden noch viel von ihm hören, das ist ein großartiger Artist. Das glaube ich auch und wir haben auch schon viel gehört, du bist ja auch so ein bisschen König der Features, ne? Mit Features kennst du dich auf jeden Fall aus. Also da Crow, Schmidt, Tujamo, wie war jetzt das mit Clouseau? Schon special irgendwie, voll verrückt. Das war letztes Jahr im Sommer, wo bei mir richtig, richtig viel ging. Mhm. Und ich todesgestresst war. Ich kam gerade von dem Videodreh mit Lea und lag so im Bett. Der ging irgendwie von 12 bis 12 am nächsten Morgen. Oder von 10 bis 12 am nächsten Morgen und war todesverkatert und müde einfach und habe nur einen Anruf bekommen und war so, ey ja, übrigens, ich habe das abgecheckt mit Clouseau und ich war so, was? Auf einmal hellwach. Hat richtig viel Spaß gemacht. Ich fand es irgendwie crazy, mit dir im Studio zu sein. Also ohne jetzt cringe zu sein oder komisch zu wirken, aber diese Energie, die dieser Mann hat, ist unglaublich, Alter. Es ist so 4 Uhr nachts. Und alle wollen nach Hause gehen, alle haben keinen Bock mehr, aber er springt da rum wie so ein Hampelmann und macht so, ist so, Digge, wir müssen hier bei den und den Frequenzen noch rein und müssen hier bla bla und so. Und bringt einfach, hat die meiste Energie von allen da. Auf jeden Fall, hat Spaß gemacht. Das Schreiben hat sich ja über die Jahre auch so verändert, ne? Früher immer auf der Suche nach einem coolen Reim, nach einem krassen Doppelreim, jetzt geht es auch viel um Melodien und um Flows. Hast du dir da bei Mayan ein bisschen was abgeguckt? Schon, oder? Ja, auf jeden Fall. Wenn Mayan angefangen hat zu singen, habe ich immer mein Handy angehabt. Ich habe, glaube ich, sogar ihm 10 Instrumentale und Ideen vorgespielt, Skizzen, auf die Mayan einfach so gesungen hat. So, da kann ich noch für später irgendwie, habe ich noch Sachen. Die hat wirklich krass, du hast krassen Melodien, du catchst einfach so Melodien. So. Ja klar, heutzutage geht es auch um Toplines einfach, dass man eine gute Line hat quasi auf dem Song. Aber beides so, Text ist so, gehört dazu.
ein Mann, der jetzt auch in dieser Runde sitzt und schon die ganze Zeit uns so schweigend hier zuhört. Ich finde es schön, ich mag die Energie, also weil man so ein bisschen da in dieses besondere Flair kommt, wie ist das im Studio und so. Ich höre da sehr gern zu, also ich mag beide Künstler auch wahnsinnig gern. Der Mensch, der gerade redet, ist schon unheimlich lange mit Clouseau unterwegs, kennt ihn, ist mit ihm befreundet, ist ein irre krasser Saxophonist, ein wahnsinniger Musiker. Der Mensch übrigens mit der ansteckendsten Lache, die ich kenne. Nochmal einen warmen Applaus bitte für Antonio Lucaccio. Yes, sir. Dankeschön. Dankeschön. Wie würdest du eure Freundschaft beschreiben, mal weg von der Arbeitsebene? Sie hat ganz viele Ebenen. Also auf der einen Seite ist es für mich wie ein großer Bruder. Er ist ein großes Vorbild. Es ist ein Anstifter, ein Initiator, ein Wegbegleiter, der so eine Tiefe auch vorlebt. Und in diesem Business ist das total selten, dass man eben auch diese Wärme und diese Freundschaft so spürt. Und dass das, ich weiß einfach, das wird auch nicht weggehen. Also ich glaube, in 20, 30 Jahren werden wir noch nebeneinander auf der Bühne stehen und es wird uns berühren und es wird auch immer noch genauso so eine Verbindung da sein. Und das ist einfach was ganz, ganz Schönes. Und ich bin ja eigentlich Jazzmusiker. Er kommt aus dem Hip-Hop und ich habe immer den Eindruck, wir sind so zwei Jongleure, wie so, die mit so Fetzen, mit Texten und mit Tönen arbeiten. Und es hat eine totale Power. Und selbst wenn wir einen Song zum 40. Mal spielen, ist es immer neu und lebendig. Und das, glaube ich, ist das Besondere auch an ihm. Und deswegen kommen Leute immer auch wieder, die spüren, dass das echt ist und dass das immer wieder lebendig ist. Und das ist das, was mit unserem Leben zu tun hat, was wir hier machen. Und dass wir damit andere Leute anstiften wollen, eine Energie schenken wollen. Und deswegen gehe ich wahnsinnig gern mit ihm auf Tour. Ich hatte das schon ist jetzt ein bisschen drüber, aber es ist wirklich so. Alles gut, die Hälfte wird rausgeschnitten, alles cool. Ich wollte gerade schon sagen, ich habe vergessen, der Mensch, der auch unheimlich gute Monologe führen kann, als ich gerade dich ich wäre auch gern Politiker geworden. Voll gut. Korrigiere mich gern, wenn ich das falsch erinnere, aber hat er nicht vor ein paar Jahren dich auch ermutigt, dass du selber mal guckst und anfängst zu singen? Wie soll ich sagen, wir haben zusammen getextet und zusammen Songs gemacht. Mhm. Und ich habe ein, zwei Solo-Songs gemacht und dann hat er gleich gesagt, ey, sing doch bei mir Vorband. Und dann stand ich plötzlich vor der Messehalle vor 10.000 Leuten und habe gemerkt, krass, ich bin Saxophonist. Das ist krass. Aber das Gute ist, dass man alles darf. Also man darf alles ausprobieren und man hat so viele Ichs und man muss manchmal zu dem stärksten Ich führen. Oder ich bin finden. Ja von, also Anton ist total befreit, weil er weiß, ich weiß nicht, seit wann spielst du Saxophon? Ja, lange. seit ich 13 bin. Ja, also so. Und wir haben uns kennengelernt, es war ein Jazz-Gig in Erfurt mit Jan Roth und ich habe die beiden gesehen. Ich habe gesagt, wir gehen nochmal ins Studio zu mir, wir hängen noch ein bisschen, haben uns kennengelernt. Und dann waren wir zusammen in der Sauna, hingen irgendwie noch rum und ich hatte so die Idee, so, ich dachte so, ey, wir spielen einfach Indoor-Golf, einfach so. Ja, so. Das war und so, ja. Du schlägst so doll, wie du dich traust. Und Antonio hatte keine Angst, er hat einfach diesen Golfball oder diese Bude gepfeffert, dass ich dachte, hoffentlich lebt das Klavier noch. Und das finde ich geil, an Musikern, die einfach Angst befreit, irgendeinen Shit machen. So. Und dann dachte ich so, wir müssen zusammen Mucke machen. Und das macht ihr und macht ihr hoffentlich immer, immer weiter. Antonio, schön, dass du da bist. Marjan, richtig geil, dass du Teil dieses Abends bist. Das hier ist Friends of Clouseau und wir hören jetzt gemeinsam den Song 37 Grad. Ich war auf, hab Blut geleckt. Will nochmal, aber du bist weg. Airbrush Delfine in Weiß. Komm nicht gerade in die Kugel steckt. Nicht normal, wir sind zu perfekt. Molotov Cocktail auf Eis. Sie will nur eine gute Zeit und einen Vibe haben. Ich bin immer mit dabei, kann ich nein sagen, wenn das Thermometer hochschießt. Sie will nur eine gute Zeit, eine Vereinnahmen. Ich bin immer mit dabei, kann ich nein sagen, wenn das Thermometer hochschießt. 37 Grad im Paradies, im Paradies, im Paradies. Heute willst du das und morgen dies. Wenn du fliegst, wenn du fliegst. 37 Grad im Paradies. Schöne Hand, sie hat nur geschnipst. Bin im Bahn wie ein Voodoo-Trick. Baseballschläger aus Glas.
und jeder steckt mir einen guten Tipp. Alles merkt, wenn ihr Booty wippt. Klischee wie Venus und Mars. Sie will nur eine gute Zeit und eine Vibe haben. Sie will immer nur das Fleisch, keine Beilagen. Wenn das Thermometer hochschießt. Und ich kann sie niemals haben wie ein Leihwagen. Immer nur für einen Abend kann ich Nein sagen. Wenn das Thermometer hochschießt. 37 Grad im Paradies. Im Paradies. Im Paradies. Heute willst du das und morgen dies. Wenn du fliegst. Wenn du fliegst. 37 Grad im Paradies. Ich halt mich fest und du hebst ab. Alles zu spät. Interstellar zwischen den Sternen ohne Planet. Ich halt mich fest und du hebst ab, alles zu spät. Interstellar zwischen den Sternen. 37 Grad im Paradies. Bei MDR Sputnik, Friends of Clouseau. Das ist ein ganz besonderer Abend, den wir euch schenken wollen. Ein Abend, an den wir uns mal noch irgendwann erinnern, wenn wir vom Tanztee abgeholt werden müssen in vielen, vielen Jahren. Das ist eure Prom Night und wir feiern heute nicht nur die Liebe, sondern auch die Freundschaft und die Live-Musik. Und wir feiern auch Freundschaft, die durch Musik vielleicht sogar entstanden ist. Haben jetzt einen weiteren Gast hier in unserer Runde, der auch auf der ganz neuen Clouseau-Platte Album vertreten ist. Bowser ist da, hallo! Guten Abend. Was war der erste Gedanke, den du hattest, als Klüsen dir gesagt hat, was wir heute Abend hier vorhaben? Das Ding ist, er hat es mir gar nicht gesagt. Ich habe das auf Umwegen mitbekommen, aber... Du bist vorbeigekommen, hast du gedacht. Ich war schnell überzeugt. Hast dich auch in Schale geschmissen, wie wir alle heute. Das ist wirklich geil. Das sieht richtig, richtig gut aus. Danke vielmals. Alle Menschen, die das gerade im Radio hören, sollten spätestens jetzt in den Videostream kommen, um sich Bowies Hemd anzuschauen. Ist es was, was du gerne machst, dich mal so aufstrapsen? Oder muss das schon ein Anlass sein und es braucht ein bisschen Überredungskunst? Nur für Clouseau machst du das. Wir haben vorhin schon so ein bisschen über den 80s-Vibe geredet, der ja heute ja auch so ein bisschen mitschwingt. Und über Clouseaus Anfänge, wie er damals zum Hip-Hop kam, über B-Boying, über Graffiti. Weißt du noch, wenn du zurückblickst, wie deine Anfänge waren? Sehr ähnlich, glaube ich. Also es hat angefangen mit Rap hören auf der Straße. Und natürlich gab es viele Leute, die viel Einfluss hatten. Und, egal ob es B-Boying war oder Graffiti oder einfach nur Rap-Musik. Aber ich glaube, so ähnlich hat es für uns alle angefangen mit diesen Einflüssen. Also probiert hast du auch selber Breakdance? Oder war es direkt die Musik, die dich bekommen hat? Sprühen und Musik. Was bei mir. Aber ich meine, die Channels sind alle die gleichen und führen zum gleichen Punkt am Ende des Tages. Korrigier mich, du hast nie Noten gelernt, ne Clouseau? Nee. Autodidakt. Ja, selbst das Wort habe ich gelernt. Ich habe das auch letztens gelernt. Ja, ich habe es neulich gelernt. Autodidakt. Ja, genau. Ja, genau, ja. Wie war es bei dir, Bowie? Ja, auch Autodings und... Viele Noten. Wobei ich sagen muss, er kann ja Piano spielen. Und war ja im Studio. Wir haben zusammen den Song geschrieben, Hotel California. Und er hat sich erstmal ans Piano gesetzt, den Song wirken lassen. Da war ich auch echt überrascht. Er ist voll und ganz in der Musik. Also tut du jetzt hattest, ein bisschen so. Du hattest die Idee und ihr habt richtig zusammen im Studio so ping-pong-mäßig mit Gedankenaustausch den Song weiterentwickelt. Oder war das nur eine Skizze oder war der in deinem Kopf schon relativ.
Es gab den Backtrack sozusagen von einem Produzenten, Alexis Choi, mit dem Bowie auch schon zusammengearbeitet hat. Da hing zumindest schon mal eine goldene Schallplatte. Und es gab den Beat, den haben wir auch zusammengebaut. Und dann kam Bowie dazu und wir haben das Ding nach Hause gebracht. So, ja. Stichwort Pioniergeist ist, finde ich, irgendwie auch was, was euch zu verbinden scheint. War für dich von Anfang an wichtig, Dinge irgendwie ein bisschen anders zu machen, als es viele andere gemacht haben? Wie ist das bei dir, Bowser? Ja, ziemlich ähnlich. Also auf einer anderen Art und Weise wahrscheinlich als bei Clüso, der auch viel früher angefangen hat als ich. Aber ich habe bei ihm auch diese Sachen erkannt, die ich immer sehr zu schätzen wusste. Also, obwohl es nicht meine Musik ist, generell. Aber ich habe bei ihm immer diese Sachen erkannt, dass er etwas machen will, was für sich selber steht. Und das habe ich schon lange, bevor wir uns kennengelernt haben, zu schätzen gewusst an ihm. Auf deiner aktuellen Platte 100 Pro, da sind ja Features mit Materia und auch mit Sido. Mit denen rechnet man ehrlich gesagt so ein bisschen. Mit eurer Kooperation habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich glaube, da spreche ich für viele von uns. Wie bist du auf ihn gekommen? Wo habt ihr euch zum allerersten Mal überhaupt gehört? Oder was hast du, wann hast du einen Nan an ihm gefressen? Also wir haben uns schon ein paar Mal gesehen, jetzt eins Live-Krone zum Beispiel vorher. Und ich bin in der Hip-Hop-Szene voll zu Hause. Ich höre super viele Rap-Songs, 100 Pro ist ein geiles Album. Habe ich wirklich auf Repeat gehört. Und für mich war nicht klar, ob er es machen würde so. Ich habe einfach angefragt und dann hat er gesagt... Wie hast du angefragt? Über Instagram oder übers... Übers Label quasi, übers Label. Irgendwie, ob er Bock hätte, einfach versucht, einen Kontakt zu bekommen und zu sagen. Dann haben wir telefoniert miteinander, haben geguckt, ob das irgendwie passt. Und ich bin echt froh, dass du auf der Platte bist. Das ist wirklich sehr, sehr geil. Ich freue mich da sehr, extrem drüber. Guckt er dich auch immer so ernst an, wenn ihr alleine seid? Oder liegt das ja, aber da ist mehr sexuelle Schwingung als jetzt. Ah, sehr schön. Ich würde sagen, wir sind bereit fürs Gemeinschaftswerk, oder? Das hören wir und schauen wir uns jetzt an. Hotel California, Clüso und Bowser hier bei MDR Sputniks Friends of Clüso. Ich bin im Hotel California eingecheckt, 45.000 Grad und kein Gepäck, weil die Erinnerung trotzdem nicht weggeht. Nehm ich noch einen Shot fürs Gedächtnis. Hotel California eingecheckt, 40 Stunden kein Schlaf und leicht geschwächt. Alle wollen, dass es heute nicht wehtut. In jeder Ecke Träume und Sehnsucht. Ich bleibe erstmal hier. Blasphemie, Wasser in meinem Whisky. Gefallener Engel an der Bar, wer ist sie? Weißes Kleid an der Hand, teurer Edelstein. Könnte aus dem Himmel oder Hölle sein. Fünf Kunden kommen rein, Sons of Anarchy. Concierge, kalter Schweiß, böse Energie. Geh auf Distanz und bleibe cool. Bestellen im Drink im Liegestuhl. Panik hinter Jalousien. Überdosis Kokain. Eigentlich war die Karriere am Anfang. Wäre da nicht so viel Leere schon ganz leicht. Ich bin im Hotel California eingecheckt. 45.000 Grad und kein Gepäck. Weil die Erinnerung trotzdem nicht weggeht. Nehm ich noch einen Shot fürs Gedächtnis. Ich bin im Hotel California eingecheckt. 40 Stunden kein Schlaf und leicht geschwächt. Alle wollen, dass es heute nicht wehtut. In jeder Ecke Träume und Sehnsucht. Ich bleibe erstmal hier. Zwei Shots von dem Minibar. Ein Loch, 1000 Milligramm. Ich fühl mich so wie neugeboren in dem Luxus. Und bin irgendwie d'accord mit dem Trugschluss. Geht die Sonne gerade auf oder unter? Bin ich der, der hier verkauft oder Kundschaft? Bin ich jemand ohne Geld oder Oligarch? Scheißegal, hier im Hotel California. Mobiliar, Import, Modenar, Unterarm, TikTok, Audemars. Dieser Weg kennt kein Wiedersehen. Einmal kommen, nie mehr gehen. Ich bin im Hotel California eingecheckt. 45.000 Grad und kein Gepäck. Weil die Erinnerung trotzdem nicht weggeht. Nehm ich noch einen Shot fürs Gedächtnis. Ich bin im Hotel California eingecheckt. 40 Stunden kein Schlaf und leicht geschwächt. Alle wollen, dass es heute nicht wehtut. In jeder Ecke Träume und Sehnsucht. Ich bleibe erstmal hier. Ladies and Gentlemen, Bowser.
Hotel California, Clouseau und Bowser hier bei MDR Sputniks, Friends of Clouseau. Dieser Abend lässt nicht nur die Live-Musik hochleben, sondern auch die musikalischen Freunde, die Clouseau uns allen heute Abend vorstellen will. Der nächste ist schon hier in unserer Gesprächsrunde. Es ist Bossa aus Hamburg. Das fand ich ja besonders spannend. Ihr wart schon mal gemeinsam in einem Projekt und du hast gleich als allererstes, als wir angefangen haben, das hier zu planen, gesagt, ich will Bossa dabei haben. Ich will ihn dabei haben. Was fasziniert dich so? Also erstmal so von der Kunst aus gesehen, er ist ein unglaublicher Songwriter, unglaublicher Texter. Also wirklich jemand, der geil schreibt, der teilweise für andere Leute schreibt, für sich unglaublich viele Songs geschrieben hat. Und ich bin richtiger Fan von seiner Mucke und seinem Schreiben, ja. Dankeschön. Ihr habt doch auf der Platte dieses kleine Interlude, wo man hören kann, wie diese Konversation irgendwie abgelaufen ist. Ist das eure WhatsApp-Konversation gewesen? Das ist genau das Ding auf Instagram. Ich habe Bossa auf Instagram eine Nachricht geschrieben, ey. Und es ist wirklich so, man sitzt da nicht so cool im Sessel, ne? Man denkt so, ein Korb ist da auf jeden Fall drin, kann ja sein, so. Und habe drauf gesprochen, gesagt, ey, kannst du dir vorstellen, mit mir einen Track zu machen? Und diese Konversation, wie wir den Song verschicken, er den hört auf der Autobahn mit dem Rauschen, das gibt's als Interlude mit einer kleinen Gitarre drunter, damit die Leute mal spüren und sehen und nah rangeholt werden, wie sowas abläuft. Das war eigentlich mit allen so. Also ich habe sie persönlich angesprochen und dann kam eine Response. So. Bossa, Hand aufs Herz und nicht geschwindelt, eine Sekunde überlegt, ist das vielleicht nicht der richtige Move für mich? Oder sofort? Nee, keine Sekunde überlegt. Sofort gesagt, das mache ich. Sofort. Heimatstadt heißt euer Gemeinschaftswerk, das hören wir uns natürlich auch gleich an. Und für dich ist das natürlich Hamburg. Du beschreibst das ganz sweet. Ich habe mir das aufgeschrieben. Die Luft vom Hafen, der Duft der Straßen, die bunten Farben. Wie erinnerst du denn deine musikalischen Anfänge in dieser Stadt? Eigentlich nicht so positiv, weil ich bin da noch nicht so sehr vorangekommen. Aber ich erinnere mich auf jeden Fall sehr gerne zurück an die Stadt. Ich bin seit 2 Jahren nicht mehr in Hamburg, sondern in Berlin. Vermisst natürlich. Habt ihr euch schon mal gegenseitig so eure Städte gezeigt? Hast du ihm schon mal Erfurt gezeigt zum Beispiel? Nee, dazu kam es noch nicht. Erfurt haben Schade, aber sollten wir mal machen. Das sollen wir machen auf jeden Fall. Macht euch doch Erfurt mal eine Verabredung aus hier gleich. Ja, ja. Super, machst du immer Werbung sonst für Erfurt. Ja, Erfurt, ich glaube, Erfurt und Hamburg sind sich da ziemlich ähnlich. So. Es ist nicht so wie in Köln, wo du jemanden anguckst und gleich einen Freund hast, so, sondern es ist irgendwie, es dauert ein bisschen irgendwie, aber du hast sie dann auf jeden Fall länger. So. Es dauert ein bisschen, das Eis zu brechen. So. Freundschaft ist ja auch eines der zentralen Themen heute Abend. Bossa, was brauchst du denn, um in jemandem einen Freund zu finden? Was sind denn Sachen, die für dich super essentiell sind in so einer Freundschaft? Loyalität. That's it. Und Ehrlichkeit. Hast du? Ja, kann ich anbieten. Könnte auf jeden Fall eine tiefe Freundschaft daraus entstehen. So, hier ist Ihr Herzblatt-Hubschrauber. Heute hier Prom Night. Wunderbar, dass auch du dich heute in Schale geworfen hast für uns. Oder sieht auch fantastisch aus. Können wir schon mal noch mal einen kleinen Applaus abholen? Dankeschön. Wann hast du dich zuletzt so rausgeputzt, so schick gemacht? Bei meiner Geburt. Wow, also schon eine Ecke her, ne? Ein paar Donnerstage. Ja, ein bisschen. Herrlich. Also ist auch dein erster Abschlussball heute, richtig? Ja, genau. Da ich ja keinen Abschluss habe, ist heute mein erster Abschlussball. Finde ich schön. Dann schicken wir euch jetzt gemeinsam auf die Bühne und hören uns jetzt Heimatstadt an. Ladies and Gentlemen, bei MDR Sputniks, Friends of Clouseau, Bossa und Clouseau mit Heimatstadt. Heimatstadt, Erfurt City. Setz die Kopfhörer auf, weicher Teppich, lauf durch helle Gänge. Im selben WLAN, aber nicht auf einer Wellenlänge. Yeah, zu viele Deals, ich unterschreibe nichts. Ich leb den Traum, auch wenn's nicht meiner ist. Ich bin schon viel zu lange hier draußen. Fühl mich, als hätte ich mich verlaufen. So wie IT will nur nach Hause. Ich hab vergessen, was ich brauche. Doch irgendwann komm ich zurück zu dir. Meine Liebe, meine Heimatstadt. Diese Straßen hier gehören zu mir. Und alle fragen, was geht bei dir ab? Hast du Zeit, bist du wach, kommst du raus? Wir haben uns viel zu lange nicht gesehen. Komm vorbei, sag nicht nein, wir drehen auf. Alle wissen, wie sehr dir das fehlt. Dieser Ort, von dem ich dachte, er wäre mein Zuhause. Störte Bäcker, denn mein Kopf ist dort, obwohl ich weiterlaufe. Vorbei an kleine Pause, lange nicht mehr da gewesen. Du bist das
in City, in meinem Garten Eden. Die Luft vom Hafen, der Duft der Straßen, die bunten Farben. Kam nach dem Jahr und erwartet zurück im Luxuswagen. Bin hin und her gerissen, manchmal hab ich Albträume. Nicht da, wo ich hin wollte, doch dort, wo ich längst sein sollte. Und ich fahr im Abendrot, seit Jahren on the road. Im Radio coming home, oh oh oh. Doch irgendwann komm ich zurück zu dir, meine Liebe, meine Heimatstadt. Diese Straßen hier gehören zu mir und alle fragen, was geht bei dir ab? Hast du Zeit, bist du wach, kommst du raus? Wir haben uns viel zu lange nicht gesehen. Komm vorbei, sag nicht nein, wir drehen auf. Alle wissen, wie sehr dir das fehlt. Hast du Zeit, bist du wach, kommst du raus? Vorbei, sag nicht nein, wir drehen auf. Wir drehen auf, wir drehen auf, yeah. Aber ohne dich hier bei MDR Sputniks, Friends of Clouseau, eurem ganz persönlichen Promball aus Leipzig. Ein letztes Mal melden wir uns hier aus unserer kleinen Interview-Ecke.
Klüsen, nimm mal deine rechte Hand. Pack die mir auf die Brust. Wie fühlt sich's an? Ja, es bubbert noch. Bubbert noch ein bisschen. Das ist mein Tanzbereich, das ist dein Tanzbereich. Kakao. Kakao. Wie viel besser als in deinen kühnsten Träumen war dieser Abend? Es war wirklich geil. Wirklich sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Aber ich finde auch wirklich, es sieht auch geil aus. Und es sieht geil aus, ist ein sehr gutes Stichwort, denn wir haben ja diesen Abend auch mit Kameras begleitet, die eigentlich dafür da sind, um Filme zu machen. Also für alle, die das gerade im Radio hören oder die das gerade im Fernsehen sehen, tut euch selbst den Gefallen und zieht euch das nochmal online rein. In Klüsens YouTube-Channel kann man das sehen. Das sieht wirklich 1A aus, also das auf jeden Fall nicht verpassen. Deine Platte ist draußen, die heißt Album. Wenn so eine Platte kommt, dann kommt meistens danach die Tour. In Zeiten wie diesen ist das ein bisschen schwierig. Was kannst du schon sagen? Was ist der Plan? Ich weiß es nicht, ich unterhalte mich gerade mit vielen Künstlern, Comedians, Musikern, mit allem. Alle zittern ein bisschen, Ticketverkäufe stagnieren. Wir wissen es nicht so. Ich würde keine Tour spielen, die nicht voll ist, weil ich nicht will, dass nicht alle vorne stehen oder so, sondern ich wirklich einfach für das ganze Team so eine volle Tour haben will. Ich weiß es nicht, ob wir es nochmal verschieben, ob wir die spielen. Ich kann es nicht sagen. Wir hatten 1000 Euphorien. Ich habe schon zweimal verschoben. Es ist eine strange Zeit. Es ist wirklich eine verrückte Zeit für Artists auch. Wir haben eine Tour-Ausfallgage gezahlt für die Musiker einmal. Wir haben für Roadies ein Konzert gespielt und ich hoffe, dass ich spielen kann. Ich bin Live-Musiker, ich will live spielen. So. Und wir hoffen, dass es bald wieder der Fall ist. Und wenn es der Fall ist, dann erinnern wir uns alle gegenseitig einmal mehr dran, die MusikerInnen zu unterstützen. Das war eine ganz schöne Durststrecke. Wir haben da viel, viel aufzuholen und müssen da, glaube ich, zusammenhalten, weil wir eine Menge zu reparieren haben. Das war MDR Sputniks Friends of Clusot. Ich sage für dich und mich jetzt einfach mal zusammen. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zusehen. Grüße gehen raus an alle HörerInnen von MDR Sputnik, von MDR Jump, von Enjoy, von Unser Ding, von Fritz in den Videostream und natürlich auch alle FernsehzuschauerInnen dürfen sich nochmal gegrüßt fühlen. Danke an alle Menschen, die ihr heute hier auch nicht sehen konntet, die das möglich gemacht haben, dass wir das machen konnten. Sound und Light, Regie, Kamera, Catering, Hands. Ein riesengroßer Applaus geht raus für alle, die das auf die Beine gestellt haben. Yes! Und wir bedanken uns natürlich auch bei MDR Sputnik und beim MDR fürs Mutigsein und fürs einmal mehr zeigen, was man gemeinsam so auf die Beine stellen kann. Und ein riesengroßes Dankeschön von Klüsen und mir geht an das Publikum im Saal hier in Leipzig. Ihr seid die Allergeilsten. Dankeschön. Wir beenden diesen Abend jetzt mit einem der, wie ich finde, schönsten Songs, die möglicherweise jemals geschrieben wurden. Es ist ein Song, der sagt, dass man auf das Timing seines Lebens einfach ein bisschen mehr vertrauen soll, dass das schon alles klar geht. Und für diesen Song kommt ein unverschämt talentierter Musiker jetzt zu uns hier in diese Show, der übrigens auch Clusots neues Album als Piano-Album nochmal rausbringt. Also ein Clusot-Album ohne Clusot. Neu interpretiert sozusagen. Sein Name ist Sascha Stieler und der Song, mit dem wir uns aus diesem ganz besonderen Abend verabschieden, heißt Alles zu seiner Zeit. Das war Friends of Clusot. Jedem Lied sein Wort, jedem Denker sein Problem, jedem Dieb seine Chance zu stehlen. Sonne fällt und Sonne steigt, alles zu seiner Zeit. Jedem Wolf sein vollen Mund und jedem Rebell seine Rebellion. Jedem Winter sein Tag in Weiß, alles zu seiner Zeit. Kommt alles zu seiner Zeit. Vielleicht sollte es noch nicht sein, dass ich mal lang bei jemand bleib. Ich hab kein Liebeslied, das gut ausgeht, doch für dich schreibe ich eins, ich glaub für dich. Jedem Clown
seinen Platz zum Wein und jedem Egoisten seine Chance zu teilen, jedem Schicksalsschlag sein Silberstreif, alles zu seiner Zeit. Kommt alles zu seiner Zeit. Vielleicht sollte es noch nicht sein, dass ich mal lang bei jemand bleib. Ich hab kein Liebeslied, das gut ausgeht, doch für dich schreib ich eins. Ich glaub für dich. Oh. Zeit. Kommt alles zu seiner Zeit.